Hallo und willkommen zurück zu Avernum 2 Crystal Souls. Und wir gehen dieses Mal auf die Reise in diesen Fluss. Und ich habe mal mich im Forum schlau gemacht. Das ist zwar eine Einwegreise, da müssen wir auch ein bisschen was schaffen. Wir können aber später wieder zurück an die Oberwelt. Und wir können auch danach wieder nach unten zurück. Aber diese Reise mit dem Boot, die macht man wohl nur einmal. Danach steht das Boot halt unten. Deshalb muss man jetzt hier alles mitnehmen, was geht. Mhm. You may not be able to get back. Und da paddeln wir auch gerade runter. Na. Noch kommen wir zurück. Dann werde ich hier mal einen Spielstand anlegen. Boot. Jawohl. Um darauf wieder zurückgreifen zu können. Ja, Busch. Aha, zweites Kapitel. Hundreds of miles? Na, ich weiß nicht. Da würde man ja etwas lange fahren, wenn das Hunderte von Meilen wären. Aha. Da ist aber nichts. Platsch. Da können wir auch aussteigen. Hallo. You encounter a shade. Mhm. Da ist ein Geheimding und was zum Ausbuddeln. Razordisc. Aha. Kann der dann benutzen, wenn er seine Dinger da verballert hat? Da unten sind was für Gestalten? Take it. Okay. So, zumindest die linke Seite. Autsch. Ah, Glück gehabt. Aber der wird nicht noch eine Runde überleben, fürchte ich. Ach, und jetzt habe ich doch noch die falsche Taste gedrückt. Das war falsch. Und die kriegen jetzt auch alle keinen Haste. Das ist sehr suboptimal.
Da holen wir uns mal einen Begleiter. Der hat jetzt einen Haste. Dann macht der noch einen Daze drauf. Der ist eigentlich da ganz gut. Okay. Quatsch. Ah, sehr gut, der war außer Reichweite. Machen wir noch einen Daze. Oder ich lade einfach und mache den Kampf nochmal. Wobei, der Anfang ist eigentlich gut gelaufen. Müssen wir so halten. Aber das ist natürlich jetzt schon so hart Mana-intensiv. Moving slowly. Das ist natürlich auch nicht optimal. Gut die Stellung bisher. Weg. Was sind das für Viecher? Ghule. Die sind wahrscheinlich auch wieder gegen Eis immun. Nochmal einen Angriff. Slowly, so, dann nehmen wir uns den vor. Wir könnten auch hier einen neuen Haste brauchen. Gucken wir mal, ob wir die damit erreichen. Ja. Ah, der ist nochmal dran, okay. Sehr schön. Heilung. Nochmal. Moving slowly. So, dann nehmen wir die Ratte dort. Gut. Sieht auch ganz ordentlich aus bisher. Auch wenn das natürlich insgesamt sehr mana-intensiv ist und viele von solchen Kämpfen habe, kann ich mir jetzt nicht erlauben. Zu wenig.
die tun aber jetzt nicht mehr viel. Der wartet einfach. Beziehungsweise der kann jetzt mal werfen. Toll. Nehmen wir uns den vor. Ups. Uiuiuiuiui. Schön. Na. Der Geschworene ist weg. Repostet. Ratsch. Schön. Nur Müll. Dann haben wir hier gerade noch. Und das hier können wir auch noch anwerfen. So. Speichern. Und dann nehmen wir diese Würmer noch. Ja, toll. Kritisch. Cheatrach. Lava. Mhm. Ich fürchte, dass die etwas stark sind. Vielleicht kann man die dazen und damit den Schaden reduzieren. Immerhin dieses Mal nicht gekrittet. Das hat ganz gut funktioniert. Schön. Jetzt den Hengst. Hier. Na, Mist. Müssen wir einen neuen Days raushauen. Haste? Mhm. 26% Treffsicherheit nur, der hat 85. Hasted bringt mir jetzt natürlich eher wenig. Kritisch. Neuer Dance. Die ist fast out of mana. Na gut, zur Not kann ich halt auch noch Tränke trinken. Dafür habe ich sie ja.
Haste. Sehr gut. Na. Sehr gut. Die ist auch wieder wach. Da müssen wir hier schauen. Gedazed und entsnared, entsnared, entsnared. Okay. Dann versuchen wir, die da zu erwischen. Kann natürlich sein, dass ich den anderen aufwecke durch den Cleave. Zack. Die trifft echt kein Stück. Ja, immerhin bringt das gute Erfahrung. Der kann sich jetzt eigentlich selber heilen, da braucht der hier nicht heilen. Müssen wir natürlich auch trotzdem treffen, damit wir weiterkommen. Gadget. Gehen wir hier mal ganz vorsichtig absolut alles ab. Viele Mushrooms bekommen. Ansonsten können wir hier nicht viel tun. Dann steigen wir mal wieder aufs Bötchen und fahren weiter. Welche Biestviecher? Ist wieder was verbuddelt. Energy Potion.
Da ist ein Lager. Und was ist das? Giant Lizards. Ja, okay, da kann man sich mal zurücklehnen. Da wird nichts passieren. Die werden auch einfach nur mit ihren Fernkampfwaffen kämpfen. Der stellt sich ein bisschen nach vorne und dann abwarten. Da kann nichts passieren. Können wir Mana sparen. Dafür geben die aber noch recht viel Erfahrung. Nicht zu looten. Sauber. Cheatrach. Der nicht trifft, ist klar. Aber der muss da treffen. Ach, shit. Schön. Die Larven sind stärker als der Typi. Der trifft aber auch kein bisschen, obwohl er 55% hat. Jetzt ist ja auch wach. Das wird jetzt auf jeden Fall das Ende bedeuten, fürchte ich. Ah, Glück gehabt bisher. Oha, schön. Nochmal ein Days. Aber dann ist auch so langsam die Mana alle. Oh, er hat schön gesessen. Zwei gedazed. Der trifft nicht. Der hat gesessen. Das war aber trotzdem nicht besonders. Sehr gut. Jetzt weg mit dir. Der
Ecke ist immerhin schon halb tot. Machen wir aber so. Hier an. Gut. Das entnährt. Machen noch ein Days. Hoffen aufs Beste. Sehr gut. Sehr gut. Und der letzte. Sauber. Was sagt denn die Erfahrung? Da fehlt noch eine ganze Menge bis zum Stufenaufstieg. Und da ist ein Secret irgendwas. Ich fahre erstmal hier unten, mal gucken, ob man da irgendwo, ob da eine Stadt ist oder sowas, wo man. Ach Gott, da sind auch wieder zwei unterschiedliche Gegner. Aha, eine Stadt. Das scheint nicht freundlich zu sein. Nee. Da brauche ich auch so gar nicht versuchen anzustinken. Ach, da hatte ich nicht gespeichert. Ich eben entlang gelaufen, da war nichts. Da jetzt wieder zurück. Und scheint schon. Die
nennt sich das hier? Watery Ruins. Campsite. Aha, perfekt. Okay, dann können wir hier immer wieder mal zurück, um zu rasten. Da ist was, das können wir mitnehmen. Kram bekommen, die jetzt den Kram bekommen. Hellhounds. Das ist aber nicht nett. Dann machen wir das halt nochmal hier. Ansammeln, die Sachen nochmal rübergeben. Hinfahren. Das ist nichts. Das ist auch nichts. Okay. Ich springe direkt dran. Das war der falsche. Verhältnismäßig wenig aus. Oh, schön. Das geht. Easy peasy. Aber immun, ja. Das war wieder komplett sinnlos. Eine da hinten will nicht. Quatsch.
Ampf. Bisschen Gold. Potion. Den kann man. Ja, kriegt man hier mit. Ja, da muss ich auch so langsam überlegen, ob ich davon nicht was verticke. Ach, da kommen wir auch nicht. Ach, da kommen wir vorbei. Schön. Nicht so gut. Hoffen wir aufs Beste. Perfekt. Okay. Der. Ach, das sind 5. Das sind vielleicht dann doch ein bisschen viele. Gut, haben wir da unten nur einen, aber die beiden werden jetzt wieder wach. Einer ist wach geworden. Okay. Lebe! Holen wir da erstmal die Agro. Aua, 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 aua. Der braucht dringend den Heiler jetzt da oben. Und der braucht hier dringend nochmal einen Daze, sonst wird der nämlich auch verenden. Okay. Der muss da oben heilen. Oh, schön. Kann dann hier nochmal heilen. Der kann sowieso nichts tun, außer halten, sich selber noch hochzuhalten. Sauber. Ah, genau in die nächste Gruppe gekickt worden. Das ist natürlich verdammt fies. Fieserig. Dann laden wir nochmal, dann schieße ich den einfach da weg. Komm noch her. Kann ich so gar nicht. Ja. Aber der. Ne. Ja. Feuer. Feuer. Geht nicht. Die könnten halt theoretisch swappen, aber ich glaube, das. Oh. Sogar schneller als gedacht. So, einer weniger. Das sieht eigentlich so auch ganz gut aus. Sich selber noch mal hochheilen. Die da ist gedazed.
Naja, okay, das ist ja ziemlich wurscht. Da mache ich einfach. Ach, kann die von da nicht. Das geht. Machen wir das. Hasted. Sehr schön. Nochmal. Das war nur so nicht geplant. Quatsch. Na, verdammt. Aber dieser Regen ist schon extrem stark. Sauber. Elektrum-Baubel. 2% Schutz. Kann das denn überhaupt wer brauchen? Hostile Effect Resistance. Spellcraft und Luck. Oh. Kann tatsächlich wer brauchen. Was hat der denn? Gymnastics. Ich bekomme jetzt zwischendurch mal einen Punkt mehr, was für ihn ziemlich sinnlos ist. Dann tauschen die das aus. Der zwei Armor. Das dahin. Gymnastics geht dann hier hin. Dann kann der einmal mehr angreifen, wenn er Glück hat. Oder 9 Punkte brauchen wir, glaube ich, zum Laufen. Also würde der zumindest weiter laufen können, wenn er das, wenn das triggert. Und da haben wir jetzt die nächsten. Nur 2. Und dann haben wir es auch fast hinter uns hier, nehme ich an. Immobilisiert. Gehe ich lieber mal auf Seite, bevor das da aufs Maul bekommt. Großteil der Arbeit hier. Emerald. Hexagonal Bar sind 100 wert. Natürlich alle mit. Das war auch so nicht geplant. Hm.
Schön, nochmal. So gut wie out of Mana jetzt. Sehr gut. Noch einer. Dies alle. Zermatscht. Mehr ist hier aber auch nicht. Dann können wir hier wieder zurück und einmal rasten. Ah, da sind noch Kisten. Laserdiscs und Bretter. Okay, einmal rasten. Rest. Oh, okay. Da hätten wir jetzt erst noch mal Nahrung finden müssen. Na, hätte ich das gewusst, hätte ich anders geplant. Rations increase. Ja, wunderbar, haben wir Nahrung. Aber vielleicht sollte ich dann erst noch das hier mit den... Kann man... Ist das ein Quest-Item? Nö. Warm and happy. Vielleicht ist das hier mit Rations gemeint. Hätte ich ja vorher natürlich was einpacken müssen. Na gut, dann werde ich hier auch erstmal einen Schnitt machen und dann beim nächsten Mal schauen, wo es am besten weitergeht. Wir sollten wahrscheinlich hier durchkommen. Aber mal sehen. Also, bis zum nächsten Mal.